So, hallo ihr Lieben, es geht weiter. Wir haben heute den 6.1.2022. Es ist der sechste Tag der 100 Days of Practice Challenge und wir sind mitten im Piebroch. Ich spiele euch nun die Leumluth-Variationen vor, also Leumluth-Singling und Leumluth-Doubling. Die Leumluth unterscheiden sich vom Grip dahingehend, dass die Leumluth alle auf E enden und der Grip halt irgendwo bei jeder beliebigen Themennote. So, es geht los. Also diese Variation ist der absolute Wahnsinn, weil diese ganzen Leumluth ohne Quieker und ohne irgendetwas hinzubekommen, also da muss ich sagen, da habe ich auch noch so meine Schwierigkeiten mit. Also natürlich klappt es auf dem Practice Center wie immer besser als auf der Pipe. Deswegen werde ich euch auch gleich nochmal einige Techniken auf dem Practice Center zeigen. So, die Leumluth-Variationen, die sind nicht so ganz ohne. So eine Tolo-Variation oder eine Kruno-Variation, die hält man schon mal durch, weil man das aus anderen Pieper auch so gewöhnt ist. Aber die Leumluth-Variation, so viele geballte Leumluth auf den Haufen, das ist schon eine Hausnummer. Und dafür, ich meine, bei mir war es ja auch noch nicht ganz perfekt, dafür übe ich die auch nach Metronom. Das heißt also, ich zeige das mal dichter, ich stelle das Metronom auf 8 Achtel. Die ersten drei Schläge sind wieder die Themennote, egal wie lang sie wirklich ist. Die nächsten beiden Schläge ist der Leumlur. Und dann lasse ich ihn ausklingen auf der Note danach. Es ist natürlich so, dass im Piebroch nicht ausgeklungen wird. Aber am Anfang zum Üben mache ich das erstmal. Ich kann euch zeigen, wie. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier die Lautstärke auch richtig hoch habe. Nicht, dass man hinterher nichts mehr hört. So, alles gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dass ich jetzt zum Beispiel den Schlag genau dazwischen habe. Damit man das aber auch sehen kann, werde ich euch das jetzt mal hier zeigen. Und ich meine, ihr hört mich ja sowieso spielen. So, da muss ich den Notenständer mit dem iPad mal ein bisschen so drehen. Das iPad mache ich nochmal so, dass ihr das auch sehen könnt. So. Alles ein bisschen doof. Bei meinem Online-Unterricht habe ich dann halt immer eine Dokumentenkamera. So, so kann man die Einstellung sehen. Ich schalte hier ein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So übe ich erstmal ein paar Leumluth und
so komme ich dann dahin, dass ich die auch mehr durchhalten kann. Ich meine, wir brauchen uns nicht über Themennoten zu unterhalten. Wir haben das in der letzten Variation, die ja komplett ohne Verzierung waren, hatten wir ja die gleichen Noten. Also deswegen brauche ich euch das nicht nochmal zu erzählen. Ich möchte trotzdem nochmal den Anfang vorspielen. Wenn ihr nämlich hinterher die Läumlos übt, schön Reihe für Reihe. Und erstmal schön langsam, ne? Ja, manchmal zieht sich der Finger nicht rechtzeitig zurück. Aber immerhin, und man kann natürlich die Läumlos auch noch langsamer üben, wirklich. So dass man wirklich darauf achtet, dass man zwei volle Low G's hat, die richtig schön knallen. Und wie die schottischen Lehrer immer zu sagen pflegen, mehr Tiefe in den Low G's. Und das heißt also, die sollten dann schon richtig knallen. Aber auch die D-Grace-Note beim Grip nicht weghauen, sondern natürlich sollte sie auch hörbar sein. So, wir sehen uns morgen wieder mit, ja, was kommt jetzt wohl als nächstes? Die Torlur-Variationen.